Das müsste es dann aber gewesen sein. Sie konnte noch mal verkürzen auf 2-3, falls Herr Mayer die jetzt aufschlägt. Vier Gewinnsätze sind das Ziel. 3 hat Laura Tiefenbrunner schon und jetzt führt sie 10-2. Da kann man schon mal lächeln, wenn der auf die Schlägerkante geht. Und den kann man auch noch verkraften. Aber ich denke, sie ist abgeklärt genug, dass ihr nicht so Dinge passieren, die wir hier gestern und heute auch schon gesehen haben. Zum Beispiel vorhin im Doppel 10-4 Führung für Birkmann mit Partner gegen keinen geringeren als Alex Fleming und Linus Dreikorn und dann haben sie den Satz noch verloren und die anderen noch viel, viel schneller. Das passiert der Titelverteidigerin nicht so schnell. Laura Tiefenbrunner.